Die TV News im Gala-Ticker, Ex-GNTM-Kandidatin Natalie Volk äußert sich negativ über Heidi Klum plus Valentina Pade und Rurik Gislason, gemeinsam bei Let's Dance Tour, TV News des Tages im Gala-Ticker, 19. Oktober 2021. Ex-GNTM-Kandidatin Natalie Volk kritisiert Heidi Klum, buschige Augenbrauen und roter Lippenstift waren die Markenzeichen von Kandidatin Natalie Volk, 24, bei Germany's Next Topmodel. Ihr Ehrgeiz bescherte der damals 17-Jährigen den 4. Platz. Inzwischen nennt sich Natalie Miranda Die Grande, ist in die Türkei ausgewandert und mit Rocker Timur Akbulut verlobt. An ihre Zeit bei GNTM scheint sie keine guten Erinnerungen zu haben. Vor allem auf GNTM-Jurorin Heidi Klum, 48, ist die 24-Jährige nicht gut zu sprechen, wie sie nun verrät. Auf Instagram stellt sich Natalie einer Frage-Antwort-Runde. Ein Follower spielt auf die GNTM-Zeit an. Neugierig möchte er wissen, was das Model denn nun wirklich über Heidi Klum denke. Natalies Antwort könnte direkter nicht ausfallen, ein sehr falscher Mensch, so die Ansage der Reality-TV-Darstellerin. Was Natalie Volk zu diesem harten Urteil bewogen hat? Dazu schweigt sie bisher. Valentina Pade plus Rurik Gislason, gemeinsam bei Let's Dance Tour, im vergangenen Jahr musste die Let's Dance Live Tour Corona-bedingt ausfallen. Doch nun können die ProfitänzerInnen und Stars den Fans in Deutschlands Arenen vom 2. bis 28. November wieder mächtig einheizen. Dafür treten sogar Promis aus den letzten beiden Staffeln auf, unter anderem werden Luca Henny, 27, Moritz Hans, 25, Lilly Paul Roncalli, 23, Nicolas Puschmann, 30, und Tijan Njei über das Parkett wirbeln. Natürlich ist auch das Jury-Trio bestehend aus Mozi Mabuse, 40, Jorge Gonzalez, 54, und Joachim Yambi, 57, sowie Moderator Daniel Hartwig, 43, wieder mit dabei. Ein besonderes Schmankerl für die Fans auch Valentina Pade, 27, und Rurik Gislason, 33, tanzen mit übers Parkett. Seit ihrer Teilnahme an der 14. Staffel von Let's Dance im Frühjahr 2021 halten sich hartnäckig Gerüchte, dass die beiden ein Paar sein sollen, vor allem, nachdem sie im Sommer gemeinsam auf Mykonos gesichtet wurden. Auf eine Bestätigung der Beziehung warten Fans allerdings vergeblich. Wie bereits in der Show werden Valentina und Rurik bei der Tour zwar nicht gemeinsam tanzen, doch vermutlich viel Zeit miteinander verbringen. Ob sie sich dann auch zu ihrer angeblichen Romanze äußern werden? Wer weiß.